Lea ist Autorin. Lange Zeit hat sie an einem Buch geschrieben, welches kürzlich veröffentlicht wurde. Nun möchte sie es gerne anderen Menschen vorlesen, um ihnen einen Einblick geben zu können. Aber wo kann sie das machen? Max ist Musiker. Zusammen mit seinen Bandkollegen hat er fleißig geprobt. Nun ist es soweit, die Bühne ruft. Aber wo können sie auftreten? Roger hat nachgedacht. Er möchte gern mehr Kultur in Freital erleben und möchte auch gern etwas dafür tun. Er würde gern ein Konzert veranstalten. Oder doch eine Lesung? Vielleicht ließe sich ja auch ein Workshop organisieren. Oder etwas für Kinder? Aber dafür braucht er natürlich Künstler. Und Werbung muss er auch machen. Braucht er nicht auch Technik und vielleicht auch helfende Hände? Das kann man doch nicht alles alleine bewältigen. Und was ist eigentlich mit der GEMA? Ist das nicht doch alles sehr aufwendig und teuer? Er erzählt es seinem Freund Tom. Der kann Roger die Organisation der Veranstaltung nicht abnehmen, hat aber Ideen und Möglichkeiten. Vor einer Weile waren nämlich auch Lea und Max bei ihm und haben von ihren Ideen berichtet. Tom stellt die drei einander vor. Aber was ist nun mit Rogers anderen Bedenken? Tom fallen die Freitaler Kulturalltage ein. In einem Zeitraum von 30 Tagen gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen in der Stadt. Diese werden nicht von der Stadt selbst organisiert, sondern von Privatpersonen wie Roger oder Firmen und Vereinen. Jeder kann sich einbringen und dabei auch unterstützt werden. Tom arbeitet beim Soziokulturellen Zentrum Freital. Sein Verein bringt nicht nur Künstler und Veranstalter zusammen, wenn das gewünscht ist, sondern kümmert sich auch um die Werbung. Plakate werden gedruckt, gestaltet und aufgehängt, ein Programmheft wird gedruckt und verteilt. Und wenn Bedarf besteht, helfen Tom und seine Kollegen auch bei anderen Problemen. Dazu gehören zum Beispiel das Aufbauen von Bühnen und diverser Technik oder zum Beispiel auch Transporte. Sollte bei einer Veranstaltung eine Gebühr an die GEMA gezahlt werden müssen, werden diese Kosten auch vom Soziokulturellen Zentrum übernommen. Wenn du also Musiker, Autor, DJ, Tänzer, Akrobat, Feuerspucker oder ein anderer Künstler bist bzw. eine Veranstaltung durchführen möchtest, dann melde dich gern unter kulturalltage@soziokultur-freital.de.